bangs that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sandy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am. You have any idea who you can talk to? Or maybe you saw me in the playoff. I played for the fucking goddamn champions. Well, fair, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch who it. Do you voodoo, bitch? Asshole. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk I put a stake in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid git. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up! Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sam G. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? I rip your arms off with my bare hands. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama. Who do you voodoo, bitch? So, hallo und herzlich willkommen zu den Let's Play Chaoten. Heute spielen wir Dead Island und bei mir sind die Bella Vendetta. Hallo. Und der Devil Ryu. Aloha von der Insel. Wir hoffen, dass wir heute vielleicht so ein bisschen mehr aufgenommen bekommen, weil meine erste Aufnahme war für ein Pro, um es mal höflich auszudrücken. Die anderen beiden haben schon bis zum ersten Kapitel gespielt. Ich muss das noch nachholen. Ihr wartet aber auf mich, oder? Klar. Natürlich. Schön. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon ein paar Probeaufnahmen gemacht, beziehungsweise ich. Und da hatte ich mich eigentlich für Sam B entschieden gehabt. Allerdings denke ich, für mich persönlich ist die Feuerwaffenexpertin Purna, oder wie man auch sie immer sie aussprechen möchte, die bessere Wahl. Also werde ich einfach mit ihr starten. I hate rich assholes, which is fucking ironic, since I'm So, dann mal raus aus den Federn mit mir, wa? Ich bin ja der Einzige, der noch drin liegt. Normal, wie immer. Dankeschön, Ryu. Immer wieder gerne. Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe dieses Spiel nur mal angespielt, weiß also nur so grob, um was es geht. Oh, Videosequenz, ich halt die Klappe. Yay, eine Videosequenz, wie ich aufstehe. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Es ist wirklich mein erstes Mal, dass ich das am PC spiele. Ich habe mal nur grob auf der Xbox so reingeguckt gehabt. Deswegen hoffe ich, dass ich das einigermaßen gebacken bekomme. Wie hebt man hier was auf? Mit F. Danke. Ja, für Dumme steht es natürlich auch dran, ne? So was von. Das Spiel gibt uns sogar noch Bestätigung. Immer werde ich hier niedergemacht von euch. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Wir nehmen über TS nämlich die Sprachaufnahmen auf, dass wir alle gut hörbar sind. Ich muss jedes Mal dabei Alt drücken, wenn ich jetzt hier irgendwie mit die Sprache aufnehmen möchte. Ist ein bisschen kompliziert, aber naja. Hoffen wir, das kriegen wir hin, oder?
Wird schon schief gehen. Betonung auf schief gehen. Ich muss mich konzentrieren. Wieso sprichst du sonst von dem Haus runter oder was? Nein, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das ist das Problem. It's always worth taking a look. Okay, man kann also auch Taschen aus durchsuchen hier. Das ist schön. Das wird wieder Jahre dauern, bis ich bei euch bin. Achso, ich muss die Sachen auch noch aufheben, nicht nur aufmachen. Ich würde sagen, das ist logisch, dass du die Taschen aufmachst und durchsuchst, ob was Brauchbares drin ist. Dann nimmst du was aus der Tasche raus. Ja, ich bin heute nicht so ganz da. So wie es ausschaut. Ich habe einen Draht gefunden. Yippie-yayo. Jetzt kann ich mich ja hingehen. Spielende. Drücke Tier, um die Taschenlampe einzuschalten. Tür auf. Ich klaue den armen Leuten hier ihr ganzes Geld. Das ist echt nicht mehr schön. Die brauchen sie nicht mehr. Sicher? An denen wurde ein bisschen zu viel rumgeknabbert. Ach so? Ja, Bella, du könntest ja mal sagen, so halbwegs, soweit ich weiß, hast du es ja von uns bei allen hier am weitesten gespielt, glaube ich. Um was geht's hier eigentlich so? Das erklärt sich im Laufe unseres Let's Plays, würde ich mal sagen. Muss ich mich darauf einstellen, die Maus in die Kante wegzuschmeißen, oder muss ich mich darauf einstellen, einfach nur Blut und Wasser zu schwitzen? Lass dich überraschen. Ich komme an diesem scheiß verdammten Koffer nicht vorbei. Ich würde ja mal sagen, schau rechts auf die Minikarte, wie lang du gehen sollst. Ja, die Minikarte habe ich schon entdeckt, aber... Ah, okay, ich bin durch. So. Ach, du Scheiße, jetzt muss ich aber ich hab schon wieder vergessen, das Knöpfchen zu drücken beim Reden. Ich glaube, ich sollte mich nicht so lange damit aufhalten, hier irgendwelche Zimmer durchsuchen, oder? Find's selber heraus. Mehr als gefressen werden kannst du sicher nicht. Nee, ich will ja schnellstmöglich zu euch stoßen. Oh, Video, Moment. Psst. Da sind Leute vom Dach gefallen. Kannst du ja mal hinterher fragen, wieso sie runtergefallen sind? Bin ich du? Du würdest wahrscheinlich tatsächlich hinterher springen und fragen, was los. Nee, schon lange nicht mehr. Ah, ist die Phase endlich bei dir vorbei, ja? Hin und wieder kommt sie vielleicht mal. Insbesondere, wenn wir Minecraft zocken, ne? Kein Kommentar. Ich erinnere mich nur, wie du letztens von diesem Balkon runtergesprungen bist, den ich gebaut hatte. Ich hab's aber überlebt. Ja, das ist wohl wahr, aber nur weil Wasser unten drunter war. Das Spiel ruckelt immer noch bei mir, Mano. Suche den Fahrstall der in der Lobby. Okay, ja. War ich da nicht gerade? Ich fühle mich von dem Spiel ein bisschen schikaniert. Öffne das die Fahrstuhlluke. Man sollte natürlich auch lesen. Ich sehe sie nicht. Verflucht, ich sehe diese scheiß Luke nicht. Wie wär's mit runtergucken? Ach da.
Au. Alles Gute kommt von oben. I can see you through the camera. Feeling all right, mate? The shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Das sieht hier irgendwie alles so gleich aus. Maybe there's something we can use. Das Ruckeln geht mir auf den Keks. Wenn das alles gleich aussieht, verlauf dich nicht. Ja, danke für den Hinweis. Ich werde versuchen dran zu denken. Der sieht lecker aus. An dem wurde schon geknabbert. Dann lass es dir schmecken. It's the infected! Ah, run to the storage room! Yay, ich bin gestorben! Oh mein Gott, wo führt uns das noch hin? Wie, du bist gestorben? Ich bin verreckt! Die ersten komischen Zombie-Viecher haben gefressen. Auf die Map schauen hilft, ne? Aber sowas von. Map? Ach, da unten. Run for the storage room! Er hat die Map schon wieder vergessen, oder? Ach, in die andere Richtung entschieden! Nein! Just a bit farther! Ja. Während dem Rennen kann ich keinen Alt drücken. Dann hört ihr auf zu rennen, meine Dominos. Ja, so alt ist auch keine gute Push-to-Talk-Taste. Muss ich dann nach der Folge mal ändern hier. Jo, das müsste ich dann auch ändern, aber ich renn eh so gut wie kommen. Vielleicht lege ich mir das irgendwie auf eine Maustaste oder so. Auf welche denn? Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Und jetzt pst. Not your head! Not your bloody head! I ain't asking you again. Oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. Sweet. Do you know how close we came to bashing your head in? Anna Dominic. Okay. Ihr seid aber noch nicht da, ne? Things came for us. See the boy would have to kill them alone. Why won't anyone help him? There's nothing to fucking do! You just let him die out there? He saved your life. You owe him nee, du bist noch nicht im ersten Kapitel, denke ich mal. Und dann musst du der Spieler wie beitreten. Why won't anyone do anything? Help him! Da gibt mir das Paddeln nicht. You going out there? Are you nuts? Du musst doch erst versuchen rauszugehen. You at least have a weapon? You need to find a weapon. Ah, jetzt darf ich eine Waffe suchen. Alright. This is fucking crazy. On three. One, two, fuck it, three! You.
Was ist los? Kann ich reden, muss kämpfen. Lass dich nicht beißen. Lass dich nicht hänseln, Gretel. That's the last one? Okay then. Thanks, mates. Akt 1. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. Just touch and go with you for a while. Good on ya. No thanks to you. Okay. Neue Quest. Schlüssel zum Leben. Name's John Cinnamon. Yeah. Head lifeguard here. Du weißt, dass du erst zu uns joinen musst. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it, but then I found you and I saw the bite. Moment, lass ihn erstmal ausreden. Got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. No thanks to you. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Helfe ich ihm? Ja? Nein? Ich glaube ja, oder? Ich denke mal schon. Gut, dann helfe ich ihm. Definitely. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room, with all the commotion. Ich meine, du kannst auch gerne aus die Tür gehen und in dein Verderben rennen. Bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. So, wie muss ich euch jetzt beitreten? Bella? Einfach in die Spiellobby? Ah, da haben wir ja den Devil Rio. You kill them all? Thank God we Es ist da, schnell weg hier. Lauft um euer Leben! Da ist die Bella Vendetta, da ist... gucken Sie mal, da ist der Rio. Und da ist die Bella Vendetta. Ja, Rio, ich hab dich auch lieb. Ich weiß. Spanken können wir aber hinterher. So, was jetzt ihr leitet, ich habe keinen Plan. Ich laufe nur noch hinterher. Und ihr müsst auch ein bisschen mehr sprechen, weil ich kann nicht, wie gesagt, die ganze Zeit... Nimm den Quest von dem Typen da hinten an. Ich vergesse immer, das Knöpfchen zu drücken. Welchen Typen hier? Ja. Den Typen hier. Ach, da. Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Sure thing. Thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Ich weiß nicht, draußen von Zombies fressen lassen?
Rio und Bella? Ja. Wir ja. haben mittlerweile schon 18 Minuten. Sollen wir hier dann einen Folgenschnitt machen oder sollen wir weitermachen? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schnitt und gucken uns das Ganze erstmal an. Jo. Ich denke ich mal das Beste. Gut, dann machen wir das. Also, dann sagen wir mal auf Wiedersehen und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ich zumindest. Ihr euch? Natürlich. Klar. Tschüss. Tschüss.